Oh, das ist ja gar nicht Toad, das ist Koopa. Ja, dann bist du Koopa. Welcome everybody, I'm your guide, Koopa Troopa. Ja, es gibt erstmal alles durch. Ich hab ihn gedrückt und everybody add more decorations to the cake and help finish it. Use strawberries to decorate it and something good may happen. Now then, that's the side turn order. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zu Mario Party, dem allerersten der ganzen Spielereihe. Hi. Zu mir, euren saftigen Yoshi. Luigi. Dem kantigen Affen Donkey Kong und den gut aussehenden Luigi. Ich mache euch mal ein bisschen kleiner im Bild. Ich konnte das ja vorher nicht testen. Und mich mache ich auch kleiner. Ja, vor einer kurzen Weile kamen die ersten beiden Mario Partys überhaupt in den kostenlosen Shop und wir dachten uns, ey komm, lass mal ein paar Runden spielen. Jo. Lass uns unsere Freundschaft auf die Probe stellen und komplett zerstören. So, ungefähr so ähnlich habe ich tatsächlich sogar sie angesprochen, ob die mitmachen wollen. Haben damit die Fragezeichenfelder noch nichts gemacht? Ich habe keine Ahnung, kann sein, dass dieses eine sich macht oder sowas für dich. Kurze Aufklärung. Er verliert das an Münzen. Die ganz alten Mario-Spiele hat keiner von uns gespielt. Ich habe das erste Mario Party, was ich gespielt habe, war das auf dem DS. Ja, ja, same. Ja. Und es fängt gut an bei jedem Mario Party. Mann. Hä, wieso darf ich nochmal? Hä? Ich darf nochmal, ich bin der Auserwählte. DK! Ja, Leute, was die Mario Partys angeht, da werden wahrscheinlich in Zukunft noch einige Parts kommen. Alle gegen Kai! Alle treten jetzt in Kai rein! Ihr werdet jetzt die Anfänge sehen. Ist das ein. Haben wir jetzt ein Minispiel, wo wir alle in ihn reintreten oder er in uns reintreten? Übrigens, nicht die Erklärungen skippen, bitte. Das ist wieder mal Sunnys Job. Jetzt hast du deinen Tod. Let's go bowling! The bowler uses control stick to aim the shell while the people who are pins try to jump away. Oh nein! Ich hatte letztens einen Traum, da war ich auch ein Bowling Pin. Ah, ich muss euch wegbowlen. Nein! Das wird witzig. Und wie hüpfen wir? Das ist ein mit dem. Mit welcher Taste hast du da, die Controls umgedreht? Ich hab nichts geändert. Wer macht das gerade? Ich mit dem rechten Control-Stick. Mit dem rechten, okay. Wie gesagt, keiner von uns hat das erste je gespielt. Von mir aus kann's losgehen. Im Übrigen, schreibt mir in den Chat zwei Sachen zu diesem Ab und zu-Projekt. Erstens, ob ihr das mehr stark geschnitten haben wollt. Und zweitens, welches von den beiden Mario Partys. Es wird auch noch von dem anderen Part kommen. Oh. Okay. Applaus. Hast du nur einen Wurf? Oh, nur einen Wurf. Schreibt mir unter diesem Part, oder besser gesagt in dem nächsten, wenn wir auch das andere Mario Party mehr anspielen, welches Mario Party ihr lieber haben wollt und ob ihr das mehr geschnitten oder als Uncut-Version haben wollt. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Danke sehr. Das werde ich auch beim nächsten Video nochmal wiederholen, dass ihr mir das reinschreiben sollt. So, Kai kriegt seine Münzen wieder. Yeah. Aber es ist interessant mal zu sehen, wie Mario Party angefangen hat. Heutzutage ist das ja einfach nur noch over the top. Der kriegt schon wieder ein Item. Kann es sein, dass wenn ich einen Pilz bekomme, ich nochmal würfeln darf? Ah, das kann sein, ja. Weil ja. Im Allgemeinen scheine ich auch immer kein Item zu sammeln. Och, komm mal. Hallo Goomba! Which way will you go? The Flower Lottery shows for you. First attack the cake and turn cake. Nein, meine Mützen! Okay, Glücksspiel, Leute, Glücksspiel! Ich bin grün! Also muss ich einen grünen Samen holen. Und was kriege ich? Ich habe einen Toad. Oh, it's a loser. Ich wusste, dass Toad nicht gut sein kann. Und jetzt habe ich keine Münzen! Weil der dämliche Koopa mir alle abgezogen hat. Tja, eben das, was er verdient, ne? Ich habe nichts getan.
Oh, Menno. Wofür sind die Fragezeichenfelder da, wenn sie noch nichts tun? Oh, Playerin! Im Übrigen, Running beide Spiele, ich habe schon ausprobiert, ich kann beide Spiele nicht auf Deutsch stellen. Ah, okay. Ist ja kein Problem. Das habe ich offscreen einmal geguckt. Sucker punch the booth before they grab you. Warum hat nur Luigi eine Lampe in der Hand? Weil es Luigi ist. Run Luigi the hole down to the socket. Punch the booth before they grab you. Hörst du mal, vielleicht bei bewegen und Art springen. Oh. Verteidigt mich. Warte mal, wir müssen ihn verteidigen? Warum? Ich will ihn reintreten. Jetzt koppel. On the booth down to the socket. Guck mal, man kann hier auch so die Steuerung auch im Menü ein bisschen testen. Mein Schlagen sieht einfach so geil aus, ne? Ich hätte mich einfach. Na dann, lauf, schlagen. Luigi! Lauf! Da ist ein Wurm! Oh, ich kann auf euch drauf hüpfen. Okay, wir müssen, glaube ich, Luigi verteidigen. Warum ist das ein Spiel, wo wir zusammenarbeiten? Nein! Oh. Lauf! Nein! Ich bin der Auserwählte, ich hab die Birne. Nein, geht weg von mir! Lauf! Haut mal, hau mich! Hilfe! Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wir müssen die Geister auch aus den anderen rausprügeln. Ich schaffe es! Ich hab die Lampe abgeliefert. Jetzt kommst du, ich krieg Münzen, weil ich sie abgeliefert hab. Stand dabei, dass das ein Multiplayer-Game ist vorher? Ich dachte, wir spielen nur gegeneinander. Ich auch. Nein, offensichtlich nicht. Ich dachte jetzt der die Bulb abgibt. Wieso könnt ihr euch jetzt eigentlich alle einen scheiß Stern leisten und ich da vorne runterrennen? Man ist gezwungen, 10 Münzen abzugeben. Okay, ihr werdet dasselbe Problem haben. Ja, sie schon bauen die sich ab. Nope, ein Loser. Also einer von euch kriegt jetzt auf jeden Fall irgendwas. Einer von euch beiden. Was ist denn das? Schummler, allesamt. Los, Kai. Ich komme auf jeden Fall nicht durch. Ich krieg keinen auf jeden Fall was. Kacke, ich krieg auf jeden Fall was, wenn ich nichts kriege. Training? Ja, ich mach gerade eben kurz was in OBS. So. Okay. Eins. Nein. Was ist das Ausrufezeichen? Was Böses? Ja, das Gefühl habe ich auch. Welcome to the space. Hope for a reversal of fortune in this lucky event. Good luck. Sunny hatte sich übrigens vorher freiwillig gemeldet, die NPCs zu sprechen, falls sich irgendwer fragt, warum die nur Sunny spricht. Ich wollte eigentlich den Toad sprechen, nur. Aber hier ist halt ein Koopa. Therefore, things will happen when you hit the blocks. Make perfect aim for your goal. Go ahead. Okay. Chance time. Achso, kann ich euch Münzen abziehen? Okay, Mario. Gibt was? 10 Münzen an. Komm, an Yoshi! Hey, ja, DK! Danke! Schön, dass ich das noch für dich entscheide. Ey, der Dreckige kann sich einen Stern leisten. Ja! Und den Goomba. Und den Goomba auszahlen. Ja, es sei denn, er würfelt jetzt nur Mist. Komm, eine 10. Eine 1. Ja, selbst wenn die Münzen behält er doch. Komm, Kai, er muss das schlechte Ding kriegen. Ich gönn es dir. Ich nehm Blau. Der hat schon zu viel. Hauptgewinn! You get to see. Oh oh. You get to see Bowser. Ich hab mir ganz. Ach so, das geht nicht. Das geht nicht so, dass wir was bei Goomba gewinnen, sondern einer hat Pech und muss zu Bowser. Welcome to the Bowser Space. Warte, Bowser nehm ich. Okay? Bowser gehört mir. No, then shows your event by relax. Okay. Aber du musst A drücken. Bowser sah damals so wunderschön aus. 100 Star, 100 Star, 100 Star! Bowser's Facelift? It's Facelift!
everyone plays a minigame in this fun event. But it's a little different from the usual game. If you don't get at least 90 points in facelift, you lose 10 coins. Oh Gott. Oh Gott. Ich hab doch schon nichts mehr. Hör doch, mit mich reinzutreten. Oh Gott, wir müssen... Ach, das ist sowas. Oh Gott, nein, das ist sowas. Oh, der Enden, der Mausklick hat ein Simulator. Ah, ich kann aber schon Essen drücken. Oh nein. Und schon wurde die Aufnahme merkwürdig. Ach, wir müssen den normal ziehen, oder wie? Nee. Hey, wir müssen den anpassen. Welcher bin ich? Achso, der da unten. Heißt das, wenn ich die Augenbrauen so ziehe? Nee, die Nase muss noch runter. Ist das so richtig? Oh, das wollte ich glaube ich nicht. Ich hab's doch richtig, oder? Ich glaube ich auch, oder so, was weiß ich. Nicht. Nee, warte, die Augen sieht man auf dem Bild ganz, ganz leicht. Wer ist der oben rechts? Das Bild sieht wunderschön aus. 94, ja, ich verliere keine Punkte! Ja, nur der! Nicht. Nur der Andy! Ist das Kai? Ja, du eigentlich. No, for the result. Oh my! Only Luigi loses 10 coins. I'll take those. Oh. Ja, mit deinem Münzen. We'll see ya, I'll be waiting for you. Eine schöne Fiesdingsstimme, ne? Mann. Natürlich, ich glaube, ich habe ihn. Hi, warum hilfst du den? Er hat deinen Nutzen gerade vernichtet. Machen wir sie fertig, Kai. Break into teams for Skyrace in the desert. Oh nee, push, ich hab den Bot bei mir. Right, left. Step with right legs. Oh, okay. Okay, if a two. If the two of you don't push at the same time, you'll fall down. Ey, ihr könnt euch absprechen und ich hab den scheiß Bot. Baba! Nein! Die spielen. Okay. Das ist Draisine, oder? Ich glaube ja, sowas in die Richtung. Schon verkackt. Okay. Ah, Kai. Keiner von uns schafft es. Kai, okay, rechts. Okay, warte, drei. Ja, drei, komm, drei, komm, Mario, drei, wir machen die fertig. Hä? Die können nix. Kai, wir müssen uns doch absprechen. Das bringt so nix. Tu nicht mal irgendwas, der war einfach. Ihr müsst mit dem linken Stick lenken, ne? Einmal nach rechts und dann nach links, so abwechselnd. 3, 2, 1. Sag mal, soll ich hier vor der Ziellinie auf euch warten? 3, 2, 1. Schafft ihr das doch? Leute, soll ich eben kurz warten, bis ich es endlich mal hinbekomme oder soll ich reingehen? Wir kriegen das irgendwie nicht gebacken. Mach einfach fertig. In euch sowieso was von rein in der Nachbearbeitung. Das war so bescheuert. Jetzt hab ich gar keine Münzen mehr. Aber wir haben auch Münzen, fuck. Das ist doof. Ach so, weil ihr habt Münzen verloren, oh wie nett. Ja, jetzt könnt ihr euch den Stern nicht mehr leisten, ja! Was ist das? One ein Einzelspielerspiel. Ground Pound. Das soll der Bot mal solo spielen. Ja, der rasiert jetzt komplett durch. Hip drop onto the flat. Ich glaube, er will nicht lesen. Ich weiß gar nicht, was er jetzt machen muss. Ich glaube, er muss die richtige Blume finden oder irgendwas in der Art. Ja, er muss die auch mal finden, die man runterstoßen kann. Ich weiß aber nicht, wie viele das jetzt sind. Nein, der nicht. Ja, auch nicht. Das sieht man doch sogar vorher. Man hat den Stachel dort drunter sehen können. Ein bisschen sieht man das, ja. Hallo, das hat man doch sowas von gesehen. Der nicht. Okay, für den Bot ist das offenbar für unmöglich, aber wir hätten das wahrscheinlich alle geschafft. Ja. Der war das beste Spiel aller Zeiten. Ich kann jetzt nicht mal den Kack Goomba bezahlen, der war
Was passiert, wenn du den nicht bezahlen kannst? Sehen wir jetzt. Ich würde darauf wetten, dass er mich jetzt sowieso erstmal zu Bowser schickt. Oh, you don't have any coins at all. Nein, ja, du hast gratis, oder wie? Ist klar. Weißt du, Sunny, wir beide müssen bezahlen, aber ja, er darf gratis durch. Ah, er hat keine Münzen. Ich habe auch keine Münzen, um den Tod zu bezahlen, also meine. Oh. Komm, ich will auch eine 3. Ich will mir aber generell mal angucken. Oh, das ist eine schöne Map. Was haben wir denn sonst noch hier so? Also damals gab es noch keine Items-Shops oder generell keine Items, wie es aussieht. Was passiert eigentlich, wenn ich am Cooper vorbeilaufe? Der will wahrscheinlich auch dann irgendeine Miete. Oder er gibt dir was. Oh, Sunny, bitte bleib auf dem Ausrufezeichen da unten stehen. Oder nee, noch besser auf dem Bowser-Symbol, bitte. Komm, 4, 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 4. Puh, das war knapp. Was hast du gesagt? Das war knapp. Nee, davor. Keine 4. Wenn du das siehst, bring up the treasure chest from the bottom. Oh, ich glaube, das kenne ich sogar. Das gab's bei nachfolgenden Spielen sogar. You start to drown if you're underwater too long. Come back to the surface for a breath once in a while. Oh, man muss atmen, Spam nicht gedrückt halten. Okay. Ich glaube, das gab's wirklich bei späteren Spielen schon. Ich zeige euch, wie es geht. Ich zeige euch, wie es geht. So macht man das. Lasst mich durch, ihr blöden Biester. Ich habe eine richtig schöne, eine große Kiste gehabt. Oh, lecker. Ja, ich gönn mir einfach die großen Kisten. Oh, die sinken aber echt schnell. Nein. Kann ich sie aus der Hand... Nein, ich will sie aus der Hand prügeln, Kai. Lass es, geh weg. Aber du hast so eine wunderschöne... Geh weg. Meine Kiste, meine, nein. Du ertrinkst mich. Kannst du trinken? Ja. Ja, ich hab keine Kiste. Oh Mann, ich fahr die ganze Zeit in den Hai rein, ey. Ich glaube, ich hab schon gewonnen. Ich hab 2 große und eine mittlere abgeliefert. Das war sowieso ein 4-Spieler-Minispiel. Wir kriegen alle Münzen. Ja, ich glaube auch. Hilf, ich ertrinke. 11 Münzen. 11 Münzen bin ich fein mit. Wow, nur weil du mir die Kackkiste geklaut hast, kriegst du mehr Münzen. Die habe ich mir verdient. Nein, hast du nicht. Wo sind die Fragezeichen wieder? Du hast mich ertränkt und mir meine Kiste geklaut. Nee, das war ich nicht alleine. Stimmt, da war auch so ein Donkey Kong bei. Wehe, ich verliere jetzt Münzen, Kai, wehe! Ich wusste so, jetzt Münzen verlieren, das wäre schon witzig. Nein! Oh, ich krieg Münzen mehr von euch, gebt mir. Münzen von? Danke! Nein. Danke, Sunny! Ich wollte ihm eigentlich meine Münzen zuschustern, weil ich ja sowieso keine habe. So viele Münzen! Ich hab nichts mehr und der hat viel zu viel. Du hast zu viele Münzen. Wahrscheinlich. Die werden mich jetzt so hart vorkosten. Ach, es. Ich wiederhole, das beste Spiel aller Zeiten. 1-1-1-1-1! Oh, jetzt hat er die 4. Was er sowieso noch mal Bowser. So, you like sweets, huh? What a coincidence. I do too. Here, take this. But you don't have enough coins. Oh, well, just take them all. Wer hat es wird noch mehr reingetreten. Ach, schade. Ich hatte gerade schon so verloren, wie das auf der Fan kommt, ne? Jetzt muss er noch. Komm, noch fahren, Bowser, 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 Bowser. Ja! Nein! Es ist so schön. Genial. Oh! Nein, wieso gibt er die Münzen? Das war doch so schön bisher! Ehrenbowser! Wie Donkey Kong geguckt hat, ne?
Weil ich habe mich so sehr gefreut, dass du jetzt nochmal eine reingetreten bekommst. Ich hole mir meine Münzen jetzt zurück. Alle auf den Affen. Auf den Affen in Ruhe, dafür hat euch nichts getan. Intense Round. Auf den... Das ist eine Tightrope, was walk to the goal. The person on the tightrope must walk to the goal line. Players on boats can shoot the cannons. Ja, wir treten in ihn rein, Kai. Ja, cannons can balance not only from cannonballs, but also from strong winds. Oh nein. Ja, wir dürfen in ihn rein treten. Feuert ihn. Feuer voraus. Attacke. Wann fällt der runter? Er darf nur nicht ankommen, ne? Wir müssen uns teilen mit dem Schießen. Okay, ich schieß jetzt. Ich bin, glaube ich, so nah dran. Nein, er ist so knapp vor der Linie! Das ist das Ziel nicht wesentlich. Ich glaube, dass es das Ziel ist. Ja. Hallo? Wow. Wie soll man den dann eine Minute lang aufhalten? Ja! Vor allem, wir haben fast durchgehend getroffen. Das ist ja fast unmöglich. Für den Affen. Ja, gib mir meine Münzen wieder. Ich hab noch 15 von deinen Münzen. Mir geht's egal. 20 Runden spielen wir hier übrigens, Leute, ne? Ich konnte nicht kleiner einstellen. Aber es scheint ja relativ schnell zu gehen, die Runden. Also geht das in Ordnung, ne? Ja. Das mit deinen Münzen. Karma! Karma! Lauf du erstmal aufs Bowser-Fest. Komm du erstmal aus Bowsers. aus Bowsers Kiste. Oh wieder nein! Alle gegen Yoshi, ich hole meine Münzen wieder, habe ich doch gesagt. Ich habe Eier und ich habe keine Hemmungen, sie einzusetzen. Das bezweifle ich. Hit the player in the Bowser's suit with your hammer. The person in the Bowser's suit must run away until the time is up. Baba! Yoshi, ich werde dich essen. Player in the Bowser's suit can also grab the coins and get bashed out of him. Also ich muss euch packen. Du musst weglaufen, während wir versuchen, dich mit unseren Hämmern zu hauen. Aber da stand doch, ich kann euch grabben. Du kannst die Münzen einsammeln, die aus dir rausschlagen. Ja. Das ist ja voll... Warum krieg ich so ein schweres Game? Howdy. Oh, Gottes. Attacke! Ich bin nur eine Echse, ihr wollt mich nicht hauen! Ja, ich kann auf euch drauf hüpfen. Ja, ich hab mein Sportbrett gefunden! Nein, die können sie trotzdem aus mir raushauen! Sag jetzt bloß, ihr könnt meine Maximalmünzen aus mir rausprügeln! Oh mein Gott! Gib mir meine Münzen wieder! Gib mir meine Münzen wieder, du Drecksack! Ihr seid meine Sprungbretter! Au! Oh, zum Glück haben sie nicht viel rausbekommen. Das war ein merkwürdiges Minispiel. Ja. Meine Münzen! Ich hab Münzen eingesammelt. Der Kack-Mario hat mir die ganze Zeit den Weg in die Münzen blockiert. Er stand immer im Weg. Ich hab's gesehen. Irgendwann passiert was auf diesen Fragezeichenfeldern. Ich habe die Hoffnung. Bei der wievielten Runde sind wir eigentlich schon? Keine Ahnung. Ich hab nicht gezählt. Ich will mal kurz gucken, kann man das nachsehen, wenn ich jetzt beispielsweise Start drücke? Müssen wir gleich gucken. Ja, den Text kennen wir schon. Der will deine Münzen. Hä? Was ist das? Oh, ein Kuch? Was kriegst du da? I woke up early just to make it. This is a Bowser cake. Don't refuse. Eat it. Ja, guten Appetit, Sunny. Great, that will be 20 coins. Okay. Und ich lerne Deutsch. By the way, you can't eat this cake. I hope you understand. Achso, nur zum Angucken. Achso, da gibt mir nur die. Der nimmt mir nur die Coins weg, oder was? Jetzt wieder zu Bowser, bitte. kann ich gar nicht mehr. Kann er gar nicht mehr, jetzt gibt's ja nur noch. Doch, eventuell aktualisiert sich ja das, wenn ein Bowser weg ist, dass dann ein anderer zu Bowser wird. Könnte doch sein. Aber er hat nicht genug Münzen, um ihn zu kaufen. Es ist doch schön. Giftpilz? Oh, der Giftpilz. Und was macht der? Gar nichts. Vielleicht erfahren wir das nächste Runde.
Slotcar Derby. Wieder vier Spieler spielen. Push lightly and drive your slot car to the finish line. If you go too fast, you'll spin out in the corners. Ich weiß übrigens nicht, ob es bei dem Spiel schon Bonussterne gab, ne? Ja. Okay. Die Controls? Einfach nur das Teil bewegen, okay. Ja. Smoking Tires ist das Schuh. Ey! Hallo? Bin ich einfach unterbrochen, was soll denn das? Derby King! Nein! Hui! Ich hol auf! Wann habe ich die Bahn gewechselt? Guck mal, ich bin der anständige Fahrer hier. Ich baue keine Unfälle. Ich hab's langsam raus. Nein! Der Kom hat gewonnen. Hey, der hat am Anfang der kann auch nur die perfekte Hinweis machen. Der hat am Anfang so hart Gas gegeben. Ja, ich auch. Ich hab den Zähler direkt runtergehämmert. Der hat 2 Sekunden nach Start eine halbe Strecke vor uns. Ah, wenn wir beim Cooper vorbeikommen, kriegen wir 10 Münzen. Okay. Das ist eine wunderschöne Torte, ne, auf der wir hier sitzen. Ich will reinbeißen. Aber bisher habe ich nicht gesehen, dass die Fragezeichenfelder irgendwas gemacht haben. Nee, irgendwie nicht. Nicht wirklich. Vielleicht muss ja erst irgendwas Spezielles passieren. Vielleicht machen sie das auch erst im Zweiten. Oder ist es random? Ja? Die Pretty Flower? Gehört die mir jetzt mir? This flower will see the star from forever land. Oh no! Jetzt dürft ihr ruhig einen Stern holen. Also man braucht anscheinend die Coins dafür. Und man braucht Coins und dann kannst du auf den Fragezeichenfeldern so Piranha-Pflanzen aufstellen. Wie geil ist das denn? Okay. Und ich... Und mir wird mein... Ach, du hast keinen Zug. Ah, jetzt erklärt's auch. Der Pilz, der macht, dass du nochmal laufen kannst, und der Antipilz, der macht, dass du in der nächsten Runde aussitzen musst. Hit the frame to slide the shell, revealing the picture beneath the panels. Uncover the whole picture. The closer to the edge you go, the bigger the angle of tilt. Okay. Also einfach B dafür. Man kann auf dem Teil stehen, ne? Also man kann auf den draufhüpfen auf dem Panzer. Oh, das war eine gute Drehung. Komm! Komm her! Nein, wir haben noch 2 Fehler gefehlt! Mir hat noch 1 gefehlt. Wir haben auch noch 2 gefehlt. Wieder der Bot gewonnen. Ey, der Bot mit den perfekten Inputs. Und das alles nur, weil unser 4. Mann unter die Vögelbeobachter gegangen ist. No. Oh no. 30 Coins, dann kannst du eine Pflanze da aufstellen. Tatsächlich. Ja. Dafür sind die Fragezeichenfelder. Das ist so gesehen die Miete von Mario, von Monopoly. Jo. Aber zählt wirklich drauflanden oder reicht das auch, wenn ich vorbei? Drauflanden stand da. Warum können die eigentlich nur Sterne klauen? Oh, danke, Kai. Die Breitweise würde ich nicht bohren, weil du keinen Stern hast. Und dafür habe ich gutes Geld ausgegeben. Du hast immer nur 30 Coins, also sei leise. Nein. Ich habe zu wenig. Alle auf den Kom. Oh ja, da treten wir jetzt rein. Pipe Maze. Wird jetzt reingetreten. Klatschen wir den Bock. Drop the treasure chest into the pipe, so it falls down to you. Move the chest with thrusting and drop it with A. Ich glaube, der Cotton wirft jetzt einfach eine Chest da rein und mit ein bisschen Glück kriegen wir das. Top.
Ja. Okay. Also das ist einfach nur Glücksspiel. Oder wie sehe ich? Darf ich das jetzt verstehen? Man kann hier wahrscheinlich auch aufpassen, dass der Richtige das... Okay, das es geht nach ganz links gerade. Es geht wieder nach rechts. Es geht... Es ist ganz rechts. DK! Baba! Wow, was für ein gammeliges Minispiel. Und das bestimmt halt der eine, der kommt in dem Fall. Und hat er mir jetzt Münzen geschenkt. Finde ich super. Warum? Was für ein gammeliges Minispiel. Ich will mal kurz gucken. Kann man nachgucken, bei welcher Runde wir sind? Ah ja, wenn ich Blut drücke. Wir sind bei Runde 10 schon. Okay. Boah, wenn das lange Parts. Gammeliges Minispiel. Ja, das ist wahr. Warum beschwerst du dich eigentlich, Sunny? Du hast die Münzen bekommen. Ja, aber es ist trotzdem eigentlich nee, irgendwo... Nee, lass mal. Ne? See you, Warum? Bro. Ich brauche meine Münzen noch. Ich muss jetzt 10 abgeben. Ich will nicht mit was passieren. Obwohl, wenn ich nichts habe, ist ja gratis. Ja. Oh, Solo für Sunny. Läuft. Teetering Towers. Jump across the top of the Teetering Towers, depending on where you land, the towers split in a different direction. Hey, der mogelt. Nur du kannst gerade drücken, ne? Wir können nur zuschauen. Ja, ja, ich musste gerade erstmal gucken, was ich jetzt hier genau machen muss. Das wird witzig. Das wird lustig anzuschauen. Ah, du musst dich an die Seite stellen und dann fällt er in diese Richtung. Ja, warum gehst du nicht nach links zu dem Coinsack? Ciao! Das war keine Absicht. ich hab den Sack nicht genau registriert. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wie. Aber die Clip hast du registriert. Dann kriegst du ja Minus! Oh Mann. Und direkt noch ein Minigame. Ja, du wolltest dir einfach nur mal die Schlucht von unten angucken, das Secret Exit suchen. Musical Mushroom. Oh, Zeit für ein Musical. When the music stops, it's a dash. Be the first to jump up and get a chest on the Santa Mushroom. Okay, wir prügeln uns einfach nur um eine Kiste. Springen, B, Angriff. Warte mal. Welche Taste ist Set? ZL. Okay. Ist schön, dass das nicht an die heutige Steuerung angepasst ist. So, wer kriegt die Kiste zuerst? Interessant, wie keiner jetzt ein Wort von sich gegeben hat. Konzentriert auf die Musik. Ja. Kai, du schuldest mir noch einen Stern. Das Centurs. Ah. Wieso freust du dich für den dämlichen Bot? Ich hab mich nicht gefreut. Oh, für mich bleibt ja nur der Seed in meiner Farbe. Außer Kai, schnapp mir den jetzt weg. Kann ich ja nicht, der nicht davor. Ah, nee. Oder wer war da jetzt direkt hinter mir? Doch, du Kai, du könntest mir den wegschnappen. Ja, er hat keine Münzen. Oh, hi. Wie geht's denn so? So, ich brauche mindestens eine 6. Das ist eine schöne 6. Das ist keine 6, Bro. Kai, tust mir den Gefallen und nimmst den Bowser Seed. Nein, ich hoffe nicht. Ich will nicht. Bowser. Schade. Okay, es wird nicht überschrieben. Danach sind die anderen wirklich einfach nur safe. Also, schade. Wer Bowser erwischt hat, der hat einfach den anderen was geschenkt. Schade. Ich weiß halt nicht, ob der Stern sich bei dem Part schon bewegt hat, wie bei darauf folgenden, ne? Giftpilz, Giftpilz! Nein! Komm!
Man gönnt den anderen aber auch, ne? Nur so gar nicht, ne? Das sind manche Spiele mit so einer grünen Schrift, in welcher Hinsicht sind die besonders? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, dass das Münzen-Minispiele sind. Ah, hier sammeln wir wahrscheinlich einfach nur Geld und müssen gut springen. Eat Platons! We fall as soon you jump on them. Okay. Es ist wirklich jump so. Be the first across the goal line. Bada! Ich glaube, du hast instant verkackt, wenn du runterfällst. Wartet auf mich! Hallo! Ich bin fast aus dem Bild! Verdammt knapp dahin! Das ist verdammt knapp dahin! Sag ich doch! Oh. Ich will leben! Ich will leben! Nein! So unnötig mit so einem Bot, der perfekten Fahrt hat. No. Der ist noch auf normal, ne? Der ginge noch eine Stufe höher. Ich hab extra Mittel genommen. Aber der hatte eine gerade Strecke und du musstest die ganze Zeit hin und her ausweichen und der konnte gerade durchlaufen. Guck mal, er kriegt doch seine Strafe direkt. Hi, bitte. Oh, danke. Eine Runde muss ich warten. Oh, das ist Karma. Das ist Karma. Frisch deinen Giftpilz. Alle auf den Kommen. Wir hatten jetzt was gut. Flug deinen Giftpilz. Nee, lass mal. Press B repeatedly to escape the piranha plant. Players on the cloud hip drop to feed the piranha plant with rain. Also einfach nur B-Spam? Ne, B-Spam muss der einzelne, der Mario. Und wir? Wir müssen den Hip Drop machen, also hier den hier. Um die Brennerpflanze zu wachsen oder zu bewegen. Hat das einen Sinn, wenn wir gleichzeitig machen? Ich weiß es nicht. Das sehen wir jetzt. Also 1, 2, 3. Boah, das ist eine. Okay. Nein, wenn wir gleichzeitig machen, hat anscheinend keinen Sinn. Nee. Dann immer abwechselnd. Oh, der wird größer. Komm! Jetzt krieg den doch! Denn der Bots mit seinen perfekten Inputs! Wenn man kriegt die Pflanze uns? Warum? Das ist so unnötig, gegen einen Bot zu spielen. Ja, ja. Das stimmt. Wir bräuchten den vierten Mann. Ja, klar. Können Sie einen 5 Münzen. Na super. Jetzt stellt er eine Piranha-Pflanze wieder auf. Nee. See ya. Ciao. Hi, bitte. Obwohl, du könntest dir ihn eh nicht leisten, ne? Doch. Doch. Nee, der muss ja jetzt 10 wieder abgeben. Ach, stimmt. Stimmt, eben konnte ich es mir leisten. Aber nachdem er mir 5 Münzen geklaut hat, nicht mehr. Bowser. Wir können es den anderen aber auch. Aber jetzt kann ich den leisten. Wenn ich in der nächsten Runde keine Münzen verliere, kann ich ihn leisten. Nein, jetzt schon wieder der ein. Nein. Da war eine 1, aber da ist auch noch eine andere 2. Will ich diesen Stern? Natürlich will ich ihn. Ich hätte jetzt gelacht, wenn du dich verklickt hättest und auf Nein gedrückt hättest. In eure Gesichter. Meinen eher Stern. Princess Toast, to make this cake. What do you think? Isn't it cute? Ist eigentlich dein Job gewesen. Achso, ja. Stimmt. Okay, der Stern bewegt sich eh nicht. Oh, und ich darf mir Münzen zurückgewinnen. Hoffentlich stelle ich mich besser als die anderen beiden. Pedal Power. Light up the room before you can get caught by Boo. Rotate the light. Achso, einfach nur schnell drehen. Okay, das sollte ich hinkriegen. Bin schon mal dran. Ich krieg das gleiche Minigame von... Mir tut die Hand weh!
Wie hell muss denn diese scheiß Lampe werden? So hell, um meinen Geist zu vernichten. Alter, ich habe einfach nur die Hand auf den Kontrollstick gemacht und so schnell gedreht, wie ich konnte. Ja. Und dafür krieg ich nur 10 Münzen, dafür, dass mir jetzt die Hand wehtut. Ja, selber schuld. Du hast halt nur gedreht, ne? Was ist das für ein Beschiss? Vor allem, ich kann meinen Stern gleich am Mario eventuell verlieren, wenn ich ganz viel Pech hab. Okay, für euch lohnt es sich ja jetzt, diese scheiß Piranha-Pflanzen aufzustellen. Yay, nochmal die Lampe rennen. Achso, ja, das kennen wir ja schon, ne? Genau, ja. Das kennen wir. Da brauchen wir es nicht vorlesen. Oh, wieder. Na gut, es ist ja egal, wer sie durchbringt. Da kommt ein Fiesling. Mario, sei mein Sprungbrett. Hoppala. Ah, der befreit einen von den Geistern. Wenn der hat gerade Mario von den Geist befreit. Ach, Sunny, was machst du denn? Leute! Lauf, kleines Mädchen, lauf! Ihr kriegt nichts von der Belohnung! Ihr kriegt nichts ab! No! Oh oh. Jetzt sind wir alle am Arsch. So knapp. Weißt du, was soll ich denn noch machen, wenn da so 3 Geister hinter mir her sind? Der Mario hat mich wieder aufgehalten. Das war nicht meine Schuld. Jetzt kann ich mir den Kackstern wieder nicht leisten. Hey, dann habe ich ja sogar was Gutes getan. Mit dem Verkacken. Bei mir hat der Schlag irgendwie nicht connected. Ich weiß nicht warum. Dann wurde ich halt gecatcht. Ja, er kann sich den Stern nicht leisten. Ja. Ich bin der Einzige mit Stern. Ich hatte gerade 20 Münzen. Einmal kurz, ich will nur kurz gucken. Okay, bei Runde 14 sind wir. Wir sehen das halt nicht, deswegen will ich oftmals nachgucken. Ich glaube nicht, dass ich noch die Chance auf den Stern habe. Ja, das wären ultra lange Parts, wenn ich die uncut lasse. Müsst ihr entscheiden, liebe Zuschauer, ne? Ich habe ja gesagt, ihr sollt mir das dann unter die Comments schreiben, ob es lange Parts oder kurze sein sollen. Ah, der macht jetzt wieder. Der muss wieder wegbowlen. Okay, hoffen wir einfach mal, dass der richtig scheiße im Werfen ist. Ja, wir können ja sogar über die Kugel spielen. Warte mal, warum hat der eine leichtere Bahn als Kai? Ich muss drüber hüpfen! Ja! Ja! Ich lebe! Oder aus dem Weg hüpfen. Weißt du, ich hatte auch noch die ungünstigste Position vorne in der Mitte und du kannst nicht einfach komplett weggehen. Nein, meine Münzen! Hätte ich Münzen plus machen können? Ich glaube, du kannst dann nur verlieren. Du kannst verlieren oder gewinnen, wenn du als Einzelspieler unterwegs bist. Also der hat jetzt 12 Münzen einfach von uns abgekratzt. Ja komm! Obwohl, wenn er auf seine eigene Piranha-Pflanze tritt, passiert wahrscheinlich nichts. Pilz. Nee. Ja. Ah! So verdient. Bin ich nicht der Einzige. Damit kriege ich auf jeden Fall keinen Stern mehr. Ich muss darauf hoffen, dass ich nicht auf Marios Piranha-Pflanzenfeld komme. Wir wollen es doch nicht dem Bot gönnen. Ja. Wäre eigentlich geil, wenn der Bot noch gewinnt am Ende. Ich weiß halt nicht, ob es bei dem Part schon Bonussterne gab. Oh, hast ja keine Sterne, Sunny. Oh! Und den Affen. Alter, Mann. Endlich mal sowas Grünes. You are the Crane Game Crane. Try to grab the prizes by pressing A repeatedly. If caught, wiggle free with A. Yes. Okay. Move lower crane repeatedly grab. Ja, die Steuerung brauchst du eigentlich nicht vorlesen. Okay, wir haben einfach nur A zu drücken und wir sind offenbar auch der Preis. Okay. Mario und Luigi sehen als Preis echt genial aus. Kann es sein, dass dass wir hier nur verkacken können? Wir müssen uns befreien, wenn du uns in die Röhre schmeißt. Warum willst du mich? Hä? Ja, du musst. Ich hab A gedrückt, du musst auch A drücken, sonst kann ich mich freikämpfen. Ah, okay. Ich glaube, du hättest hier erstmal einfach sicher halber eine Kiste greifen sollen. Ja. Scheiße. Letzte 5 Runden!
Warum skippst du den durch? Oh, sorry. I wonder what the mechanics are now. Schlecht. Now I will enhance the current standing. First, Yoshi! Yoshi! First, DK! Last, Luigi! Who will become the superstar? That, Mario will win. Warum ist selbst der für den Bot? Finally, I have an announcement. From this round until the game ends, blue spaces and red spaces will be worth twice as much. Also, when you pass start, your bonus is now worth 20 coins. Oh, ich krieg hier 20 statt 10 Münzen. This is truly amazing. If used correctly, this is the perfect chance for a comeback. The final stage has come. Keep your eyes on Superstardom. Okay, dann krieg ich jetzt einfach doppelte Münzen und verliere doppelt. Das ist doch nicht für euch schlimm, das ist nur für mich schlimm. Viel Spaß. Vor allem, die stehen direkt ineinander. Ja. Braucht er nur einmal draufkommen und der hat eigentlich gewonnen. Das ist eine doofe Stelle. Der darf aussetzen. Jo. Verdient, würde ich sagen. Das ist dein Bruder. Du musst atmen drücken trotzdem. Stimmt. Einfach langsam vorangehen, dann kann mich der blöde Piranha gar nicht erwischen. Oh, Kacke. Wie war das mit langsam vorangehen? Na, mach's mir nach. Ich glaube, es würde sich für dich sogar mehr lohnen, einfach da jetzt so eine Piranha-Pflanze hinzusetzen. Oh, wieder alle auf mich. Pipe Maze. Oh, um Gottes Willen. Okay. Ich hab auch mehr Coins bekommt. Ich muss auf die Röhren achten. Jetzt musst du darauf achten, wo du stehst und wo du das reinschmeißen okay, musst. Okay, bitte. So schnell kann ich doch nicht gucken. Ich glaube, das hier war die richtige Röhre. Wir sehen es ja jetzt. Nein, wenn die da daneben gewesen. Sicher? Yep. Oh. Ja! Na! Ich hab gut aufgepasst! Ihr kriegt nix, ihr Lutscher! Da hab ich mich verrechnet irgendwo. Ich glaube, ich hab von mir aus geguckt. Ja, gut. Alles richtig so, wie es gerade passiert ist. Ich hab verdient 10 Münzen bekommen. Voll unverdient, nichts. Krieg einen Bowser. Nee, gönn's doch lieber ihm. Der Goomba, der ist auch so nervig, ne? Der hat so oft hier gekockblockt mit dem. mit dem Stern. Und der kriegt das Bowserfeld. Ja. Und was wird das Event sein? Star Nein! Oh, Bowser-Revolution! Wait, hallo? Hallo? Ich will Bowser vorlesen! Achso. Keiner drückt, der Bot, macht der Bot. Achso, alle auf gleichen Münzwert. Oh nein. Oh, eigentlich hat nur Sunny dadurch Münzen verloren. Ich glaube, ich hatte auch weniger als 17. Alle haben Münzen verloren, nur Sunny nicht. Wow. Ich hab mehr Münzen gebracht. Gib mir Münzen. Mach mal zuerst die Mitte. Münzarsch ist es egal! Es ist egal! Das ist vollkommen egal! Nee, behalt deine dreckigen Münzen bei dir, ich will die nicht! Die sind doch alle gezinkt! Das hat ja voll gebracht! Deine Münzen sind doch safe alle gezinkt! Ich hab noch nie so einen wertvollen Zug gesehen! Ist doch alles Falschgeld! Ist alles Falschgeld! Ich will ein Falschgeld nicht! Mann, alles Schokomünzen! Ja! Hab ich alles von der Torte geklaut. Man, ihr merkt, Leute, hier ist Spannung. Oh Mann, mein Geld! Ich hätte halt beides bezahlen können! Nee, letzteres eher nicht. Vor allen Dingen, du hättest ja dann jetzt sowieso Münzen verloren, weil du hättest dann die ganzen Münzen an Kai abgegeben. Das ist korrekt, das wäre wahrscheinlich sogar schlimmer gewesen. Also, ich finde, Kai hätte es gut gefunden. Und schon wieder das Kartenspiel. Wiggle, 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 wiggle. Wer darf jetzt? Mario darf greifen, okay. Was wir erkennen, dann können wir die Steuerung ja überspringen. Einfach Aspen, wenn er euch gegriffen hat. Vielleicht ist er ja schlau. Was wollt ihr alle immer von mir? Ich will an die Kiste.
Ah, okay, das ist schlauer, ne? Weil die kann sich nicht wehren. Jetzt stell dir vor, die fällt jetzt trotzdem runter. Ich hab einfach am Boden links gewickelt in der Hoffnung, dass er sie fallen lässt. Ich hab keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Also... Ich glaube, du musst auch Ass bleiben, damit die Kiste nicht runterfällt. Kann auch sein, dass du nur eine Sache greifen kannst. Oh, Sternfeld. Er kriegt wieder ein Einzelspielerspiel. Ghost Guess. Hier ist echt viel los. Find the leader of the booth. Ja, es gibt das. Woran soll man den erkennen? Ich glaube, der hat einen Unterschied oder so. Für den anderen. Ja, scheinbar. Ach, eventuell kommt man währenddessen die Kiste sehen. Finish. Das alte Mario ist echt geil. Ja. Das ist witzig, aber man muss das mit 4 Spielern machen, weil das sonst einfach unnötig ist. Ja, das stimmt. Ich glaube, beim nächsten Mal mache ich den Bot auf die leichteste Stufe, weil der macht halt wirklich auf normal schon die perfekten Inputs. Luigi macht es mir nach. Ich bewege mich in 1er Schritten vorwärts. Ja, so finde ich auch gerade. Ich will halt nicht auf das scheiß Feld kommen. Boah, jetzt will ich bitte über die Felder gehen. Kann überhaupt einer von euch sich einen Stern jetzt noch in den Runden leisten? Wahrscheinlich nicht. Also ich komme nicht mehr dran. Wenn ich weiter in 1er Schritten gehe, komme ich. Boah, ich muss jetzt mindestens eine 5 würfeln. Eine 3 oder 4 wären eine Eigentor. Ach, komm. Oh, schon wieder nicht genügend Münzen. Ey, der tote dich so hart. Der tilte dich so weg. Ja, mich wird nicht reingetreten, okay. Treasure Diver. Ah, das schon wieder. Ja, das kennen wir ja. Aspel und Kai in die Wand drücken. Ich ersäuf euch. Ist das grammatikalisch korrekt? Ich ertränke euch, wäre glaube ich korrekt gewesen. Ja. Das ist Grammatik. Ja, die Grammatikpolizei ist immer da. Warte, ich muss Mario aufhalten. Leute, lassen Mario aufhalten, dass er bloß keine Münzen kriegt. Ich habe ihm seine Kiste geklaut. Nein, ich habe Donkey Kong aus Versehen geholfen. Ich wollte ihn in den Hai. Ja, ich wollte dich in den Hai drücken. Mario aufhalten! Halt Mario auf! Halte ihn auf! Ja! Meine Kiste! Nein! Absolute Teamspieler hier. Aber hier scheint es echt noch nicht diese Minigames gegeben zu haben. Ja, einer gewinnt, alle anderen kriegen nix. Ja. Das kam wohl erst mit den späteren Spielen. Ich weiß nicht, dass es das bei Mario Party 3 schon gab. Oh oh. Och, bitte nicht. Stern, 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 Stern! Luigi? Ja? Nee, doch kein Stern. Komm. Was passiert zwischen euch beiden? Gib mir seine Münzen. Gib mir. Ich tausche Sterne. Alter, ihr werdet so hart getötet. Ey, das ist einfach nur ein Tony Robbins Video. Erst tauschen wir Münzen, dann tauschen wir Sterne. Bewegen mich immer noch in einen Satz. Bitte! Mehr als eine 5! Oh, danke! Ich muss nicht meinen Stern abgeben. Ja, Leute, was die Mario Party Parts angeht, wenn ich die ungeschnitten lasse, kommen die auch immer am Wochenende auf jeden Fall. Weil ich sehe keinen anderen Dach dann dafür. Coin Block. Fakes. Es ist jetzt einfach. Coins come out of these sturdy blocks when you break them. The person with the hammer can break them with one hand. Wahrscheinlich ist der Hammer. Nee, warum hast du einen Hammer? Weil der alleine spielt. Weil ich gut bin! Können wir nicht behindern? Ja, wenn wir ihn hauen, verliert er seinen Hammer. Dann können wir ihn einsammeln. Nein, kann ich mal.
Ich hab gehört, den gibt er jetzt ab. Ich guck sogar schon in die richtige Richtung. Danke! Schlagt euch hier, schlagt euch ruhig. Warte mal, ich muss mal den da wegprügeln. Komm her! Seid euch. Nee. Das war ein geiles Minigame. Einfach so zack, weg mit euch. Sideways Spring, der hat so reingehauen. Ja, wenn es die Bonussterne gibt, dann könntet ihr aber noch gewinnen. Verlierst jetzt erstmal wieder 20 Münzen. Das bin nicht ich, das ist der Putz. Der darf sich auf den wunderschönen Kuchen angucken. Ich finde ja. Ich bin ja gespannt, was mit dem Kuchen passiert am Ende der Runde. Wenn wir sie nicht essen dürfen, was passiert sonst mit dem Kuchen? By the way, you can't eat this cake. Wenn du bei dem einfach das Pech hast, du verlierst insgesamt ja eigentlich 40 Münzen in diesem Kreislauf, ne? Ja. 2 mal 10 am Goomba und nochmal 20 durch den scheiß Kuchen. Oder du kommst nochmal rein. Ja, wenn du das Pech hattest und mit dem letzten Bowser erwischt hast. Oder irgendwer anders dann noch den Goomba ausschaltet, dass der neu rollt. Ja, ist die letzte Runde. Da stand er sogar gerade eben. Okay, hab ich gesehen. Johnny ist müde. Hab ich nicht gesehen. Wir haben ihn gebrochen. Ja, ich weiß. Kauft dir ruhig noch so eine Pflanze. Vielleicht das macht schon noch was. Die gehört gewinnt jetzt mir. Sowieso. Meine. Das war so unnötig. Oh, hast du nicht genügend? Nö. Warum treten schon wieder alle mich rein? Nee. Oh, ich darf jetzt auch mal das Kartenspiel spielen. Ja! Warte, ich will mir vorher nochmal durchlesen, was der Kartentyp machen muss. Also, was das ja, aber muss. Durchlesen ist nicht so schlecht. Ja, man muss A spammen. Beide. Okay. Da guck repeatedly. Das heißt einfach nur Spam. Das sieht süß aus, wie er wiggelt. Von wem will ich die Münzen haben? Klär dir doch einfach die Kiste. Lass uns in Ruhe. Genau. Vielleicht schon den, der mich immer in die Klippen geworfen hat. Ich kann schon mehr Abrückeistung geben. Das sieht so falsch aus. Nein, mit dir. Das sieht aus wie Yoshi den Pit. Oh Gott, hast du überhaupt gespammt? Ja. Danke für deine Münzen. Shining, das war so, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber das sah so falsch aus. Das sah mega falsch aus. Okay, gibt's jetzt die Bonussterne? Ja, Bonuspunkte. Willst du nicht vorlesen? Also, first game start. This award goes to the player who collected the most coins in minigames. Das könnte... This award goes to Mario. Das könnte Kai gewesen sein. Mario. Sagte ich. Nein. Next is the coin star award. This award goes to the player who collected the most coins throughout the game. Meins! Ich hab ja Münzen geklaut hat. Ja. Wenn du mir meine 19 Münzen noch abgenommen hast, sonst hätte ich den bekommen. Last das, is the happening. Das ist einer von euch beiden. Das ist definitiv einer von euch. Das war safe ich. Mario und Yoshi! Ja, weil ihr jeweils zwei von den Blumen habt. Ah, also hat sich das doch noch gelohnt am Ende. Sonst hätte er mich jetzt überholt. Ah, for our final announcement. Yeah! Yoshi! Na, aber du hättest mehr Münzen gehabt. Also, er hätte halt nicht überholt. Wäre doch gleich ein Stern gewesen, aber du hättest mehr Münzen. Also, es wäre egal gewesen. Hauptsächlich. Oh, was für eine schöne Sequenz. Ach, guck mal, mein Stern. Not worth it. Der Kuchen leuchtet. Um Gottes Willen. Wer hat Geburtstag? Pete. Kuchen. Ah. Beißt ihn!
Ey! Ja! Der letzte wurde von den Piranha-Pflanzen zerbissen, ja! Du bist der Superstar! Na gut, Leute, beim nächsten Mal gibt's dann Mario Party 2. Hier seht ihr das Endergebnis. Mit euren saftigen Yoshi und dem traurigen Donkey Kong. Isst du gerade deine Krawatte? Ja! Ich gebe euch einen Tipp, die schmeckt nicht. Ja, in diesem Spiel könnte man übrigens so in einem Shop Sachen kaufen, so Minispiele. Ah, okay. Dafür sind die Münzen und die Sterne. Ja gut, Leute. Das war's dann mit diesem Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dieser Party. Wenn ja, Abo und ein Like lassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und vergesst nicht, was ich euch am Anfang gesagt habe, in den Comments bitte schreiben, wie ihr das Projekt hier gerne haben wollt. Ob ihr lieber das oder das andere Mario Party entscheidet. Den Part übrigens erst beim nächsten Video. Und wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal wieder bei Mario Party 2. Tschüss! Ciao! Ciao!